In diesem Video lernst du einen Fisch kennen, der verdächtig wie ein Alligator aussieht. Und sein Name ist Alligatorhecht. Und weißt du, warum er so sehr wie ein Alligator aussieht und fast alles von diesem Tier übernommen hat? Nun, weil es für Tiere nichts Besseres gibt, als einen Körper wie ein Alligator zu haben. Alligatoren, Kaimane, Krokodile und ihre Verwandten gibt es schon seit Ewigkeiten auf diesem Planeten. Und sie haben sich in all der Zeit wohl kaum verändert. Das liegt daran, dass sie die perfekten Lebewesen für ihre Umgebung sind und es so geschafft haben, einige schwere Naturkatastrophen zu überleben. Aber um ein klares Bild zu bekommen, müssen wir genauer hinsehen. Wenn wir einen Blick auf die Karte werfen, die zeigt, wo Alligatoren und Krokodile leben, ist es ziemlich klar, dass sie warme Orte als Lebensraum aussuchen. Diese Tiere sind häufig an Orten mit warmem Klima zu finden. Das heißt aber nicht, dass ein Krokodil, das an einem kalten Ort gelandet ist, dem Untergang geweiht ist. Weißt du noch, was ich über ihre gut angepassten Körper gesagt habe? Auch für kalte Herausforderungen haben sie einen Trick im Ärmel. Wenn die Temperatur unter 21 Grad Celsius fällt, legen diese Tiere eine Fresspause ein. Wenn es noch kälter wird, suchen sich die Alligatoren ein gemütliches Plätzchen am Ufer eines Teiches oder Flusses, wo sie ein Nickerchen machen können, bis es wieder wärmer wird. Alligatoren sind ziemlich widerstandsfähige Tiere. Sie können auch mit sehr kühlem Wetter umgehen. Doch sinken die Temperaturen zu stark, haben sie eine clevere Strategie. Anstatt in ihren Höhlen zu schlafen, in denen sie festsitzen können, tauchen die Alligatoren ins Wasser ein. Sie tauchen aber nicht ganz unter. Stattdessen halten sie ihre Nasenlöcher normalerweise über der Wasserlinie. So können sie weiteratmen, auch wenn sich das Eis bildet. In manchen Fällen bleiben sie sogar ein paar Tage im Eis eingefroren, bevor sie herausschwimmen, wenn es wieder auftaucht. In den Lebensräumen der Alligatoren halten diese Kälteperioden zum Glück nicht allzu lange an. Alligatoren können längere Zeit nur mit der Nase über der Wasseroberfläche ausharren, da sie zum Überleben ausschließlich auf Sauerstoff angewiesen sind. Ihr Stoffwechsel verlangsamt sich bis zu dem Punkt, an dem ihr Herz aufhört zu schlagen. Diese unglaubliche Anpassung ermöglicht es ihnen, etwa 4 bis 5 Monate lang in diesem gefrorenen Zustand auszuharren. Dann erholen sie sich wieder völlig gesund. In Amerika trotzen die Alligatoren den kalten Wintern, während die Krokodile in Afrika vor einer ganz anderen Herausforderung stehen. Sie haben mit sengender Hitze und trockenen Bedingungen zu kämpfen. Normalerweise bleiben Krokodile lieber an einem Ort und warten darauf, dass ihre nächste Mahlzeit zu ihnen kommt. Aber wenn die Trockenzeit kommt, haben sie keine andere Wahl, als sich eine gemütlichere Umgebung zu suchen. Ein Beispiel dafür ist der Beginn der Trockenzeit im Gorongosa-Nationalpark. Du kannst beobachten, dass die Krokodile ihr Zuhause in den Flüssen verlassen und zum Urema-See gehen, einem Ort, der immer nass bleibt. Einige Krokodile ziehen es jedoch vor, die Trockenzeit abzuwarten, anstatt zum See zu gehen. Sie graben Höhlen im weichen Flussbett und werden in der Trockenzeit vom Schlamm zugedeckt. Das ist eine funktionierende Strategie. Vielleicht entdeckst du nur ein Auge, das aus dem Schlamm herausschaut und ahnst nicht, dass es ein Krokodil ist, das geduldig auf besseres Wetter wartet. Dieser Prozess, der dem Winterschlaf ähnelt, wird Ästivation genannt. Tief im Schlamm eingegraben können Krokodile 3 bis 4 Monate ohne Wasser auskommen, bis der Regen zurückkehrt. Wenn das passiert, kommen die Krokodile heraus und freuen sich auf eine wohlverdiente, erfrischende Dusche. Stell dir nur vor, wie gut es sich anfühlt, den ganzen Schmutz abzuwaschen. Wenn es um Nahrung geht, können Alligatoren und Krokodile sogar 2 bis 3 Jahre ohne eine Mahlzeit auskommen. Ja, du hast richtig gehört. Sie speichern zusätzliche Kalorien in Form von Fettdepots an der Basis ihres Schwanzes, sozusagen als Rücklage für schlechte Zeiten. Es mag unglaublich klingen, aber mit diesen Fettdepots schaffen es diese Reptilien, mehrere Jahre lang zu überleben, indem sie geduldig auf den richtigen Zeitpunkt und die richtige Beute warten. Diese Eigenschaft macht Alligatoren zusammen mit ihrer allesfressenden Natur zu natürlichen Überlebenskünstlern. Sie können lange Zeit ohne Nahrung auskommen und wenn sie es doch tun, verschlingen sie alles, was sie fangen können. Diese einzigartige Kombination ist der Schlüssel zu ihrem Erfolg in schwierigen Zeiten. Während andere mit dem Hunger kämpfen, machen Alligatoren einfach weiter. Egal, ob es brütend heiß oder eisekalt ist oder ob sie ein Messer im Kopf stecken haben. Nein, wirklich! Schau dir mal diesen Alligator an. Er hat wirklich ein Messer in seinem Kopf stecken. Vor ein paar Jahren hat dieser Alligator die Bewohner von Fort Bend, Texas, dem Ort, an dem es gesichtet wurde, in große Sorgen versetzt. Es ist nicht klar, wer der armen Kreatur wehgetan hat, aber sagen wir einfach, dass dies eine grausame Tat ist, die wir nicht gutheißen sollten. Überraschenderweise schien es dem Alligator trotz seiner Verletzung ziemlich gut zu gehen. Wie wäre es wohl anderen Lebewesen in einer ähnlichen Situation ergangen? Experten vermuten sogar, dass der Alligator wegen der Verletzung keine Schmerzen hatte. Und warum? Nun, Alligatoren verfügen über eine sehr starke Panzerung. Sie haben diese zähen Knochenplatten, die Osteoderme genannt werden, und die es schwer machen, ihre Haut zu durchstoßen. Der Kopf ist dabei besonders gut geschützt. Die Haut dort ist dick, dass man sie nicht leicht durchstechen kann.
und der Kopf selbst ist wie eine starke Festung aus Knochen ohne Schwachstellen. Aber überzeug dich selbst. Alligatorenschädel bestehen aus robusten und dichten Knochen, was bedeutet, dass potenzielle Angreifer kaum eine Chance haben, ihnen wirklich Schaden zuzufügen. Hey! Stattdessen bleiben Gegenstände eher im Schädel des Alligators stecken, als dass sie sein Gehirn erreichen. Das kann zwar Verletzungen verursachen, ist aber für das Raubtier wahrscheinlich nicht tödlich. Außerdem erholen sich Alligatoren in den meisten Fällen wieder vollständig. Wenn die Dinge plötzlich eine falsche Richtung einschlagen, haben Alligatoren eine Geheimwaffe: ihr eigenes Blut. Alligatorenblut ist mit natürlichen Antibiotika und einem raffinierten antiviralen Wirkstoff ausgestattet. Der es zu einem ernstzunehmenden Gegner für HIV, das Westnil-Virus und das Herpes-Simplex-Virus macht. Es ist ein beeindruckendes Überlebensmittel. Was fehlt den Alligatoren in ihrem natürlichen Werkzeugkasten noch? Anscheinend war Mutter Natur der Meinung, dass sie noch nicht ganz perfekt sind und gab ihnen die Fähigkeit, Erdbeben zu spüren. Naja, so ungefähr. Alligatoren haben Hautsensoren, die sehr empfindlich auf Vibrationen reagieren. Diese Sensoren helfen ihnen, alles zu erkennen, was ins Wasser eindringt oder die Wasseroberfläche berührt. Eine ziemlich nützliche Eigenschaft für die Jagd, findest du nicht auch? Diese Fähigkeit kommt den Alligatoren auch zugute, wenn sie die Vibrationen ihrer Artgenossen wahrnehmen müssen, besonders während der Paarungszeit. Zugegeben, es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass Tiere Erdbeben auf irgendeine Weise spüren können. Krokodile und Alligatoren sind jedoch ziemliche Profis auf diesem Gebiet. Sie haben ein gutes Gespür für niederfrequente Bodenerschütterungen, kurz vor einem Erdbeben. Und so erschuf die Natur den Alligator, den wahren Überlebenskünstler, wie Millionen von Jahren und mehrere Massenaussterben beweisen. Wenn man sich das ansieht, scheint es, dass einige Tiere ihr Bestes gegeben haben, um dem Ideal zumindest ein bisschen näher zu kommen. Die Evolution veränderte ihre Körper, auch wenn die Tiere selbst überhaupt nichts mit Alligatoren zu tun haben. Wir haben den Alligatorhecht gleich zu Beginn des Videos vorgestellt und es ist interessant festzustellen, dass dieser kolossale Fisch, obwohl er mit den Alligatoren und Krokodilen nicht verwandt ist, seinen Namen und seinen Kopf mit den rasiermesserscharfen Zähnen voll und ganz gerechtfertigt ist. Schau dir nur mal das klaffende Maul eines Alligatorhechtes an und du kannst ihn leicht mit etwas anderem als einem Fisch verwechseln. Alligatorhechte haben in freier Wildbahn nicht wirklich viele Feinde. Naja, abgesehen von den Alligatoren selbst. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie ziemlich groß sind und aus einer Ferne wie ein Krokodil aussehen. Eine weitere Sache, die sie wie Alligatoren aussehen lässt, ist ihr beeindruckender natürlicher Panzer. Ihre Schuppen sind keine typischen Fischschuppen, sondern eher harte, rautenförmige Schilde mit gezackten Rändern. Fast so, als wären sie mit Emaille überzogen, sodass sie unempfindlich gegen jede Bedrohung sind. Früher haben amerikanische Ureinwohner ihre Haut sogar als Rüstung benutzt und ihre Schuppen zu Pfeilspitzen verarbeitet. Neben dem Alligatorhecht gibt es noch andere Kreaturen, die dem Alligator sehr ähnlich sind. Zum Beispiel der Tentakelflachkopf, der auch als Krokodilfisch des westlichen Indischen Ozeans bekannt ist. Er hat ein einzigartiges Aussehen, fast so, als würde er eine Krokodilmaske tragen mit geformten Kiefern und scharfen Zähnen, die eine völlige Ähnlichkeit herstellen. Du kannst diesen Fisch in der Nähe von Riffen finden, wo er sich nicht rührt, aber er ist immer auf der Hut, wenn sich etwas in seiner Umgebung bewegt und bereit zuzuschlagen, wenn es wie ein Snack aussieht. Bei einer Länge von 50 cm kann fast alles, was im Riff lebt, zur potenziellen Beute werden. Apropos Augen, bei Krokodilen sitzen sie hoch oben auf dem Kopf, sodass sie über das Wasser schauen können, ohne ganz herauszuragen. Dieser Fisch hat ähnliche Augen, die es ihm ermöglichen, sich unauffällig zu verhalten und gleichzeitig die Augen offen zu lassen. Eine gute Aussicht bedeutet immer eine gute Mahlzeit. Alligatorschnappschildkröten kann man durchaus vorwerfen, dass sie Alligatoren imitieren. Wegen ihrer stacheligen Panzer und primitiv aussehenden Gesichter werden sie manchmal als Dinosaurier ähnlich beschrieben. Sie haben drei spitze Grate entlang ihres Panzers vom Kopf bis zum Schwanz. Findest du nicht auch, dass diese Erhebungen genau wie bei Schuppen auf dem Rücken eines Alligators aussehen? Ich bin doch sicher nicht der Einzige. Alligatorschnappschildkröten sehen nicht nur aus wie Alligatoren, sie haben auch noch ein weiteres Merkmal mit ihnen gemeinsam. Ihre kräftigen Kiefer, die einen gewaltigen Biss verursachen können. Auch wenn der Kiefer der Schildkröte eher wie ein seltsamer Schnabel aussieht. Diese Schildkröten haben aber auch die einzigartige Fähigkeit, kalte Temperaturen zu ertragen. Wenn sie in eisiges Wasser eintauchen, können sie ihren Stoffwechsel um fast 99% verlangsamen und bis zu 100 Tage ohne Nahrung und Sauerstoff überleben. Ihre kaltblütige Natur trägt auch zu dieser außergewöhnlichen Überlebensfähigkeit bei. Aber wer weiß, vielleicht ist es ihr Bestreben, wie Krokodile und Alligatoren auszusehen, dass es den Schildkröten ermöglichte, seit Urzeiten auf der Erde zu überleben und sie zu den besten Überlebenskünstlern überhaupt machte. Ob du es glaubst oder nicht, sogar Insekten schneiden sich eine Scheibe vom Alligator ab. Erst neulich gelang es jemandem, im Amazonasgebiet ein Foto von einer wirklich einzigartigen Kreatur zu machen.
Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich um eine Laternenfliege handelte. Die Beule auf der Vorderseite des Insekts, die dem Gesicht eines Alligators ähnelt, ist nicht wirklich ein Kopf. Es handelt sich vielmehr um ein Merkmal, das das Insekt vor seinen Feinden schützen soll. Obwohl die Laternenfliege eigentlich ein mit der Zikade verwandtes Insekt ist, hat sie von Natur aus keine alligatorähnlichen Züge. Das Aussehen des Babys eines furchterregenden Raubtiers kann jedoch als Verteidigungsmechanismus dienen. Wie wäre es mit einer Maus, deren Schwanz dem eines Krokodils ähnelt? Aber jetzt kommt der Clou. Die Ähnlichkeit geht weit über die Oberfläche hinaus. Die Stachelmaus ist ein echter Sonderling im Tierreich und ist in letzter Zeit noch merkwürdiger geworden. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ihr Schwanz eine besondere Anpassung aufweist, die sonst eher bei Reptilien zu finden ist. Die Schwanzhaut der Maus ist mit winzigen Knochenplatten, den sogenannten Osteodermen, bedeckt, wie man sie auch bei Krokodilen und Alligatoren findet. Bei Reptilien ist das ein ganz normales Merkmal, aber bei Säugetieren gibt es das nur bei zwei Tieren. Diese Maus und das Gürteltier. Und obwohl es bei einem Gürteltier durchaus Sinn macht, war diese kleine pelzige Maus mit den Platten eine ziemliche Überraschung. Ein Schild auf einem Schädel. Wie ich schon oft gesagt habe, sind Krokodile sehr, sehr alt und sie haben sich im Laufe der Zeit nicht allzu sehr verändert. Das heißt aber nicht, dass alle Krokodile früher gleich aussahen. Ein sehr ungewöhnlicher Krokodilschädel wurde in Marokko gefunden. Das Tier hatte eine schildartige Struktur auf der Oberseite seines Schädels, die Haut- und Blutgefäße schützte. Wissenschaftler nannten es ähnlich wie die Rüschen eines gehörnten Dinosauriers, wie zum Beispiel des Triceratops. Das seltsame Tier mit dem Schild auf dem Kopf war ein naher Verwandter eines Stammbaums, zu dem auch moderne Krokodile und Alligatoren gehören. Er lebte vor etwa 100 Millionen Jahren während der Kreidezeit und dann ging etwas schief. Bei keinem der heutigen Krokodile findet man eine ähnliche Struktur am Kopf. Und das führt zu einer ziemlich offensichtlichen Schlussfolgerung. Dieses uralte Tier war ein furchterregendes Raubtier, aber es scheint, dass der Schild doch ein wenig übertrieben war. Wissenschaftler vermuten, dass dieses Gebilde nur der zur Schaustellung diente, das heißt der Schönheit. I'm beautiful. Derjenige, der das größte Schild hatte, gewann den Paarungswettbewerb. Aber anscheinend gab es keine andere Verwendung dafür, sodass moderne Krokodile heute keine Schilder mehr haben. Nachahmungsspiel. Vor etwa 170 Millionen Jahren wurden die Ozeane von tödlichen Jura-Krokodilen beherrscht. Richtig gruseligen alten Raubtieren. Aber Forscher glauben, dass sie den Schlüssel zum Erfolg dieser Krokodile gefunden haben. Sie ahmten die Form und die Sinne von Walen und Delfinen nach. Diese uralten Kreaturen, Thalatosauria genannt, wurden bis zu 10 Meter lang. Sie entwickelten sich aus ihren landbewohnenden Vorfahren, indem sie ihre Gliedmaßen zu Flossen umformten, einen Schwanz bekamen, der zum Schwingen geeignet war, und ihre Körperform stromlinienförmiger gestalteten, um sich schneller unter Wasser bewegen zu können. Diese Veränderungen machten sie zu beeindruckenden, schnell schwimmenden Raubtieren, die viele Meerestiere das Fürchten lehrten. Und sie sehen in der Tat sehr furchteinflößend aus. Aber jetzt wissen wir es. Die Thalatosauria haben einen großen evolutionären Fehler gemacht. Und warum? Nun, weil ihre Vorfahren an Land immer noch als Krokodile leben und gut gedeihen. Hast du irgendwo einen Thalatosaurier gesehen? Nö, weil er ausgestorben ist. Denn das passiert, wenn man von der perfekten Form abweicht und die falschen Tiere imitiert. Jungfräuliche Geburt. In den letzten Jahren wurden immer mehr Fälle von Parthenogenese nachgewiesen, die oft als Jungfrauengeburt bezeichnet wird. Viele verschiedene Tiere können Parthenogenese erleben und jetzt sind auch Krokodile Teil dieser wachsenden Liste geworden. Diese Entdeckung wurde in Costa Rica im Parque Reptilianda gemacht. Dort wurde ein weibliches amerikanisches Krokodil ohne männliche Krokodile öffentlich ausgestellt. Sie war mindestens 16 Jahre lang isoliert, aber als sie 14 Eier legte, stellte sich heraus, dass 7 davon befruchtet waren. Doch auch nach 3 Monaten Brutzeit schlüpfte kein einziges Ei. Also wurden sie seziert. Dabei stießen die Forscher auf ein recht merkwürdiges Phänomen, das als Jungfrauengeburt bekannt ist. Das Fehlen von geschlüpften Krokodilnachwuchs deutet darauf hin, dass diesen Tieren die genetische Vielfalt fehlt, die ihre sich sexuell fortpflanzenden Artgenossen normalerweise haben. Zumindest im Moment. Das beweist einmal mehr, dass Krokodile und Alligatoren uns wahrscheinlich alle überleben werden. Ihr Geschlecht wird von der Temperatur beeinflusst, bei der sich ihre Eier entwickeln. Wärmere Nester bringen männliche Alligatoren hervor, während aus kühleren Nestern weibliche schlüpfen. Aufgrund des Klimawandels gibt es immer mehr männliche Alligatoren. Doch auch wenn sich die Population auf ein Geschlecht konzentriert, haben diese Tiere ein Händchen fürs Überleben und Anpassung. Sie haben schon viele Herausforderungen gemeistert und werden sich wahrscheinlich auch an diese anpassen. Der letzte von uns. Weißt du, was faszinierend ist? Selbst im Falle einer totalen Apokalypse mit allgegenwärtiger Verschmutzung werden Krokodile und Alligatoren die letzten Überlebenden sein. Sie gedeihen in Wasser, das wir als ziemlich schmutzig bezeichnen würden, und trotzdem bekommen sie kaum Infektionen.
Auch Raufereien und Revierkämpfe sind ihnen nicht fremd. Wir haben bereits über ihre einzigartigen Bluteigenschaften gesprochen und sie haben auch ein felsenfestes Immunsystem. Aber es gibt noch etwas Neues. Durch die Entdeckung des Genoms des Salzwasserkrokodils haben Wissenschaftler herausgefunden, dass das Immunsystem sogar den Pilz Candida albicans zerstören kann. Er ist weltweit die Hauptursache für Pilzinfektionen bei Menschen. Aber bis dahin hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns, ich hoffe, beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!